Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute geht es um das Thema, wie wird ein Immobilienmakler bezahlt? Ein Immobilienmakler nimmt natürlich für seine erfolgreich verrichtete Arbeit eine Provision. Was bedeutet, dass er nur im Erfolgsfall auch ein Honorar abrechnen kann. Und dieses Honorar ist in der Regel auch frei verhandelbar. Aber trotzdem gibt es immer wieder auch regionale Grundsätze, die sich so ein bisschen nach den Gegebenheiten da vor Ort richten. Grundsätzlich kann man sagen, was nichts kostet, ist auch nichts. Das heißt, der Makler nimmt in der Regel auch Geld vom Verkäufer. Wenn der Makler beispielsweise für beide Parteien tätig ist, für den Verkäufer und auch für den Käufer, dann hat er auch eine gewisse Neutralität zu wahren. Er darf also nicht die Interessen einer Partei bevorzugen und diese unterstützen. Das ist sicherlich immer der Vorteil, auch wenn der Verkäufer eine Provision zahlt. Aber es sind beispielsweise auch Dinge, die in die Provision eingerechnet werden, wie zum Beispiel Zubehör. Das heißt, wenn Sie ein Einfamilienhaus verkaufen mit einer Einbauküche, dann ist es zwingend erforderlich, dass diese Einbauküche auch mit in dem Kaufvertrag mit beurkundet wird. Und dann ist natürlich die beurkundende Summe auch maßgeblich für die Provision. Wenn man das nicht tut, damit gefährdet man den Kaufvertrag, weil man ihn damit wieder rückabwickeln kann. Grundsätzlich gilt aber, dass Verkäufer und Käufer sich die Provision vom Makler teilen. Und die Provision liegt in der Regel zwischen 3,57% und 7%, also irgendwo dazwischen. Das hat auch regionale Unterschiede. Das heißt, in den meisten Bundesländern von Deutschland ist es so, dass die Gesamtprovision bei ungefähr 7,14% liegt, die sich dann aufteilt in 2 mal 3,57%. Dann gibt es aber auch, ich sag mal, Bundesländer wie Berlin, Brandenburg, Bremen und Hamburg, wo zum Beispiel nur der Käufer einer Immobilie eine Provision zahlt und der Verkäufer nichts. Das sind einfach regionale Unterschiede, die sich über Jahre halt in diesen Bundesländern so als normal einfach dargestellt haben. Ja, ich habe unter diesem Video habe ich Ihnen auch eine Tabelle beigefügt, wo Sie nochmal für jedes Bundesland die übliche Maklerprovision entnehmen können. Für das Bestellerprinzip gibt es vielleicht nochmal den Grundsatz, wer den Makler bestellt, der bezahlt ihn auch. Aber das Bestellerprinzip gilt halt nur für den privaten Wohnungsimmobilienmarkt, das heißt für die Vermietung einer Wohnung. In der Regel ist es der Eigentümer einer Immobilie, der den Makler beauftragt und am Ende auch bei einer erfolgreichen Vermietung den Makler für seine Arbeit honoriert. Auch hier standardgemäß sind es 2 Monatsmieten, aber auch hier gilt, das Honorar ist frei verhandelbar. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und ein wenig Einblick wieder in die Welt der Immobilienmakler gegeben. Wenn Ihnen das Video gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema Immobilienmakler, Immobilienwissen, dann abonnieren Sie einfach den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Bis bald.